Freunde und treue Weggefährten, unser Traum scheint wahr zu werden. Wir sind hierher gekommen, um ein neues Jerusalem zu bauen. Und wenn es uns gelingt, dann wird die Kraft der Liebe unsere Herzen vereinen. Mit der Hilfe Gottes werden wir es erreichen. Es ziemt sich nicht für eine junge Frau, hier allein zu leben. Mein Ehemann hat mich vorausgeschickt, um alles für seine Ankunft vorzubereiten. Und genau das habe ich auch vor zu tun. Ihre Predigt hat mich tief beeindruckt. Es ist ungewöhnlich, dass ein junger Mann wie Sie mit solcher Leidenschaft predigt. Aus irgendeinem Grund fühlte ich heute eine besondere Eingebung. Ich finde, der junge Reverend ist ausgesprochen gut aussehend. Ich sehe, was andere nicht sehen. Und ich kenne die Herzen der Männer. Nur wer an mich glaubt, wird errettet werden, sagt unser Herrgott. Und nur den, der reinen Glaubens ist, nur den werde ich mit meinem Geist füllen. Regisseur Roland Joffé zeigt die ergreifende Geschichte. Gott helfe mir, Hester. Ich liebe dich. Gott helfe mir und ich liebe dich. Einer verbotenen Liebe. Ich muss dich warnen. Mein Mann hat... Er hat geschworen, dich aufzuspüren. Voller Leidenschaft. Wo ist der Weib? Die die Welt der Liebenden so veränderte, dass nichts so sein konnte wie vorher. Und du glaubst nicht, dass du gesündigt hast? In euren Augen mag ich gesündigt haben, doch keiner weiß, ob Gott derselben Meinung ist. Ruhe! Du wirst auf deine Mieder dieses Zeichen tragen. Worauf warten Sie? Stecken Sie es mir an. Es ist kein Zeichen meiner Schande, sondern Ihrer. Demi Moore. Sie sind die Lügner und du erlaubst ihnen, alles Gute in dir zu zerstören. Gary Oldman. Ich bin in der Hölle. Robert Duvall. Seht her, des Teufels eigenes Kind. Nein! In einer Verfilmung eines der umstrittensten Romane aller Zeiten. Der scharlachrote Buchstabe.